Willkommen in meiner Küche. Ich zeige euch heute so eine schnelle Rezept für so eine Partyhäppchen für Silvester oder andere Partys aus Gurke und Thunfischpaste. Ja, und dann zeige ich euch, was wir dazu brauchen. Für die Häppchen nehme ich eine Gurke. Davon werde ich brauchen 10 Scheiben, vielleicht nehme ich nur Hälfte. 70 Gramm Butter. Zimmer muss weich, Zimmertemperatur, also weich. Eine Dose Thunfisch in eigener Saft, Mayonnaise, ja so halbe Glas und marinierte Champignons, aber davon werden wir brauchen nur die kleinste Stückchen. Die große kann man aufessen, das mache ich jetzt. Wir werden brauchen die kleine. Ich glaube, wenn die größere Portion mag, dann musst du dann zwei Dosen kaufen und dann aussuchen die kleinste. Oder einfach die große halbieren. Dann eine oder zwei Tomaten für die Deko und später nehme ich noch ein bisschen Dill. Ich habe gefrorene Dill, aber glaube, das macht nicht. Und wenn jemand mag, dann ein bisschen frische Petersilie für die Deko. Und als erstes müssen wir in so eine Malaxe oder Zerhäckselmaschine das Butter cremig weich rühren, so bis eine schöne Masse entsteht. Das so fluffige Masse. Den Thunfisch müssen wir abtropfen lassen. Ich lasse das jetzt abtropfen. Das Butter werde ich jetzt ja so fein schlagen und dann kommt das Thunfisch da rein. Okay, damit ging es nicht. Ich musste das mit einem so Schneebesen machen. Jetzt tue ich das Butter direkt da rein. Jetzt kommt das Thunfisch da rein. Okay. Und Mayo, halbe Glas Mayo. Jetzt machen wir weiter. Also wenn Sie so kleine Malaxer haben, so wie ich jetzt, dann muss sie dann immer wieder unten schieben. Okay, so sollte die Masse sein. Ich würze mir das jetzt mit Paprika, Pfeffer und ein bisschen Chili-Mischung. So eine Chili-Mischung habe ich, Paprikasauce. Salz würde ich nicht geben, weil das ist schon genug salzig. Dann mische ich weiter und dann müssen wir das in einen Beutel, dann später. Okay, fertig. Jetzt werde ich mir das ganze Masse in einen Spritzbeutel füllen mit so einer Sternkühle. Sieht man schon, ja. Und dann stelle ich das für 20 Minuten im Kühlschrank, bis die Masse ein bisschen fester ist, fester geworden ist. Und dann kann man spritzen. In der Zwischenzeit schneide ich mir die Gurke an. Ja, so 1,5 cm dicke Scheiben oder 1 cm. Muss man schräg schneiden. So, ich weiß nicht, ob ihr seht. Und lege ich auf einen Teller oder Platte. 20 Minuten im Kühlschrank kann man schon spritzen. Ja, so kleine Häppchen, Häufchen. Ich habe mir schon ein bisschen Tomaten schon geschnitten und dekoriert. So, es reicht noch für 5 Stück, glaube ich. Und jetzt kommen die kleinen Champignons drauf. Endlich fertig. Ich finde, Dill passt besser zu den für die Gurke. Deswegen mache ich das ein bisschen mit Dill. Oben dekorieren. Fertig sind unsere Häppchen. Das kann man
Also muss man sofort, also nicht sofort, aber möglichst schnell es servieren, bis die Masse nicht so weich ist. Ja, ich probiere mir mal gleich, mache ich erstmal schnell Fotos. Sehr lecker. Okay, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich werde das Rezept nachmachen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.